Hey ho Leute, hier ist euer Trima, mit euch hier wieder ein Outcast mit dem neuen Mikro, den ich bei euch angekündigt habe. Deswegen habe ich letztes Mal bloß Limbo aufgenommen und ich hoffe, Limbo hat euch gefallen. Hoffe ich sehr. Ich hatte, wie schon gesagt, ein bisschen RP-Technik versucht reinzubauen. Mit hohen Stimmen und so. Ja. Und wollte warten, bis ich mein neues Mikro habe, wenn ich weiter Outcast aufnehmen möchte. Und ja, jetzt habe ich's. Wir haben jetzt den 3.8. etwas später als gedacht. Also einen Tag später, aber auch nicht schlimm. Der Mikro kam direkt aus Hamburg. Ja. Eigentlich schon ein Wunder, dass es gleich heute angekommen ist und nicht am Freitag. Aber naja, bevor ich weiter anfange mit Reden und dumm labern, würde ich sagen, machen wir weiter. Letztes Mal sind wir stehen geblieben und haben hier die ganzen Ressourcen. Der Krieger gestoppt. Auf Deutsch gesagt, sie kriegen kein Essen mehr, sie kriegen keine Metalle für ihre Waffen mehr. Und sie kriegen keine... Sie kriegen kein Geld mehr. Genau, das war's. Wenn ich mal ruhig bin, dann kann es sein, weil ich dann ein bisschen an mein Mikro herumstelle, um zu gucken, wie es am besten passt. So. Ich wollte ja hier zum Mutter Saar kommen, um die Händler aufzusuchen. Und um ein bisschen Geld zu farmen. Um bessere Ausrüstung zu kaufen zu können und wenn ich bessere Ausrüstung habe, dann kann ich dann weiter auf die Suche gehen, um die restlichen Mon einzusammeln. Ja, wie viel Geld habe ich denn eigentlich? 2900 müsste eigentlich reichen für die... wie ist die Waffe? Ach, jetzt bin ich nicht an das Mikro gekommen. Entschuldige Leute. Ach, scheiße. Seht ihr Leute? Jetzt habe ich ein Standmikrofon und kommt trotzdem an mein Mikrofon. Ich glaube, ich muss ein bisschen umstellen. Ja, so. So. Ja, das Ding geht ein bisschen weiter rum. Ich muss das ein bisschen fester einstellen. Entschuldigung. Ich glaube... Ja. So. Jetzt müsste ich nicht mal an meine Mikrofon drankommen. Der Popschutz ist so riesig, ey. Schon ungelustig. Das ist für mich das erste Mal, dass ich jemals hier mit so einem Standmikrofon, so wie die meisten Let's Players, so wie zum Beispiel wie Kronk aufnimmt, aufzunehmen. Das habe ich hier mit meinem Headset aufgenommen. Ja, davon ist ein Händler. Ach ja, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade bis an mein Mikrofon umgestellt habe jetzt gerade, aber besser jetzt als nie, oder? So. Du da, gib mir mein Zeug, sonst kriegst du auf die Fresse, aber pronto. Was? Was? Wo? Na los, nimm dir da der heiligen Gegenstände. Na los, nimm dir da der heiligen Gegenstände. Na los, nimm dir da heiligen Gegenstände, na los. Du gibst nur bloß Munition, du A. Alter, quatscht er mich an, ey. Ich will meine letzte Waffe kaufen, die ich noch kaufen kann. Ey, da labert er mich dumm an. Glaubt man kaum. Von ist ein Händler. Hinterher. Ey, er will abbauen. Du haust mir nicht ab. Und ich habe ein paar Tontestaufnahmen gemacht, um zu gucken, wie gut mein Mikrofon ist.
Also ich muss sagen, mein Standmikrofon ist schon eindeutig besser als mein Mikro von mein Na los, Headset. Nimm dir da deine heiligen Gegenstände. Und kannst du mir bitte aufhören, mir zwischen die Worte zu fallen? Arschloch. Du Arschloch. Wie lustig. Hey du, hey, hey, hey du, hey, hey, Arschloch. Oh, mach diese Tröte aus. Und da. Oh, oh. Oh, ich hab fast jemanden erschossen. Oh, Arschloch. Aua. Ich Idiot schieße noch auf das Teil. So. Gucken wir kurz. Welche Taste war das nochmal? Medikit, F3, okay, F3. Ich muss ein bisschen dran gewöhnen, so leicht über meinen Popschutz zu gucken auf meine Tastatur. Das ist voll ungewohnt. Oder mindestens die Tastatur zu merken. Ich habe eine Frage. Danke, dass du deine Steuerzahlungen zurückhältst. Du solltest wissen, dass ich auf meinen Zorkins schlafe. Warum? Hast du Angst, dass jemand stiehlt? Ich liebe einfach das Gefühl von Metall. Wirklich sehr interessant, Zack. Ja, solange er nicht mit seinem Metall schläft und nur auf seinem Metall schläft, ist alles okay. Grausame Vorstellung. Ey du, komm auch. Uluka ist hier und wird dein Zeug abkaufen. Hier ist es doch. Hier hast du deine verfluchten Zorkins. Damit kannst du richtig Schaden anrichten, oder? Na los, nimm dir deine heiligen Gegenstände. So Leute, um diese Waffe hier, ich zeig's euch, die HAWK-MK8 aufzumotzen, es gibt nichts zu kaufen, wie man das Ding aufmotzen kann. Das Ding muss dann hier zum den Schützer hier gehen und der, ich glaube, er motzt dann das Ding auf. Hier? Zeig mir mal. Wie steht's denn hiermit? Interessant. Wie funktioniert sie? Vor meiner Abreise habe ich eine Bedienungsanleitung gelesen. Soviel ich weiß, setzt sie eine Energieladung frei, wenn sie voll aufgeladen ist. Ich kann sie mir ansehen, wenn du mir ein ausreichend großes Iridiumstück bringst, mit dem ich sie testen kann. Ich gebe mir erstmal das verbrannte Milithium, das ist erst die zweite Stufe. Die dritte Stufe ist dann hier das weiße Helithium. Ist dieses Stück groß genug? Das ist es allerdings. Ich muss... ist das vielleicht das Heliumstück aus dem Leuchtturm von Cyana? Ich glaube schon. Warum? Die äußere Schicht ist ausgebrannt. Sie enthält kein Phantasma mehr. Heißt das, es ist unbrauchbar? Nein, ich wette, im Innern des Stücks gibt es noch Phantasma. Aber ich muss die Außenschicht wegschnitzen. Also was jetzt? Kannst du es gebrauchen oder nicht? Ich glaube, ich kann es versuchen. Gibst du mir das Helidium? Hier hast du das Steinchen. Und deine Waffe, bitte. Die Hawk MK8, aber sei vorsichtig damit, okay? Also Hawk heißt das, okay. Was Waffen angeht, brauchst du dir bei mir keine Sorgen zu machen, Ulukai. Ja, wir wissen, dass du mit Waffen gut auskennst.
meine Freunde. Ich weiß nicht. Wollen wir noch kurz in die Stadt laufen, bis er fertig ist, oder wollen wir warten? Am besten ich mache einen Cut. Ja genau, ich mache einen kurzen Cut und nehme dann wieder weiter auf, wenn er fertig ist. Bis gleich. Ach Leute, ich hab mir gerade so gedacht, solange er mit meiner Waffe rumfummelt, können wir ein paar Krieger töten gehen und ein bisschen Munition einsammeln. Und ein bisschen Geld. Also... müsste eigentlich ziemlich gut gehen. Da ist er. Da hat 10 Schüsse weg, also. Die halten immer noch übelst viel aus. Das ist schon krank. Och, die Musik, ey. Wer das aushalten kann, sag ich nur toi toi toi. Dass er noch keinen Ohrenkrebs bekommen hat. Toi toi toi. Und da fragt dich nur, was ist denn das los? Ist schon Silvester? Arschloch. F3. So. Jetzt gehen wir alle Krieger niedermetzeln. Ohne Erbarmen. Sind sie so schon alle großteils geschwächt. Verdammt nochmal. So. Immer lieber die Waffe, die am meisten Munition hat. Aua. Will einfach nicht sterben. So, der nächste tot. Verrecke. Was mache ich denn? Ich darf hier nicht stehen bleiben hier. So, jage ich euch jetzt alle in die Luft. Noch wow. Muss sagen, er kann ziemlich gut zielen. Das Leuchten übelst, ey. Puff. Heilige Scheiße, wo hat denn der ziehen gelernt? Dich.
Medipack. Ein bisschen ausschalten. Bleib stehen, du feige Sau. Lebt er immer noch? Genau, vielleicht noch deine eigenen Typen. Flamme macht ganz schön viel Schaden, muss ich sagen. So. Hat sich's ja auch gegessen. Loot Party! Die Sache hier hat sich noch richtig schön gelohnt. So. Die Kiste ist auch erstmal leer geräumt. Wenn ihr wissen wollt, was ich für ein Standmikrofon habe, ich habe von Auna, ich glaube genau so hieß die Firma, Auna Gold und sogar so knapp 100 Euro bezahlt. Und das ist für einen Ton ziemlich gut. Ich hoffe, es hält doch länger. Oder man sagt, eher gesagt, hoffentlich es hält lange, weil wäre schon schön mies, wenn es kaputt gehen würde. Auf immer. Auf jeden Fall. Oh, Umtraining machen. Warte mal kurz, meine Freunde. Wartet mal kurz. So, weiter geht's. Hä?
Es gibt in der Nähe einen ziemlich guten Flötenspieler und den brauchen wir auch, meine Freunde. Den suche ich jetzt mal auf. Hey du, grüßen. Nette Musik. Ich danke dir, Ulukai. Mein Phantasma ist die Musik. Und auf diese Weise danke ich den Jods, dass sie dich geschickt haben. Mein Name ist Shadi und ich möchte dir gerne helfen. Du möchtest mir gerne helfen? Erstmal Geschenk. Was hat es mit diesem Phantasma auf sich? Du hast schon vom Phantasma gehört? Ein wenig. Jeder Talaner empfängt bei seiner Konvertierung zum Erwachsenen eines der vier Phantasmen. Die meisten erhalten das Ganda-Phantasma der Stärke. Andere wiederum bekommen das Fee-Phantasma des Kampfes. Und einige wenige werden mit dem Ka-Phantasma des Heilens gesegnet, das alle unsere Schamas besitzen. Und welches hast du? Ich bin ein Elue-Talaner. Elue bedeutet in unserer Sprache eigentlich Wasser, aber es steht auch für Verstand und Kreativität. Das Elue-Phantasma ermöglicht es uns, Dinge zu tun, die andere nicht beherrschen. Ich sehe in allen Dingen, die mich umgeben, Musik und lasse die Jods zum Dank daran teilhaben. Geht der schon weiter? Okay, weil sorry für das Warten. Was kannst du mir über deine Musik sagen? Sie kommt aus meinem Phantasma, Ulukai. Ich kann die antiken Noten lesen, aber ich komponiere mit meinem Phantasma lieber neue Musik. Wenn ich doch nur nicht gezwungen wäre, mir meine Zorkins auf diese Weise zu verdienen. Gezwungen? Feran hat keinen Bedarf für Musikmacher. Wir sind keine Bergarbeiter oder Händler, also hält er uns für wertlos und gibt uns keine Nahrungsmittel. Jeder muss für sich selbst sorgen und darauf hoffen, dass andere Talaner, die an uns vorübergehen, ein paar ihrer Zorkins für uns erübrigen. Das ist hart. Ja, aber ich verdiene mir ein paar extra Zorkins, indem ich den Kriegern gelegentlich Pilam in die Kaserne bringe. Ich gebe 50 Zorkins. Nimm das hier. Liebend gern, Ulukai. Mögen die Jods mit dir sein. Das reicht fast schon für eine ganze Mahlzeit. So, das müssen wir ein paar Mal machen. Nimm das hier. Liebend gern, Ulukai. Mögen die Jods mit dir sein. Das reicht fast schon für eine ganze Mahlzeit. Und noch einmal. Nimm das hier. Du warst so großzügig, dass ich dir auch einen Gefallen tun möchte, Ulukai. Was für ein Gefallen. Meine einzige Begabung ist die Musik, wenn man einmal vom Ausliefern von Gütern in die Kaserne absieht. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag mir Bescheid. Jo. Da wäre ich schon noch später was. Wir haben doch so eine Tafel gefunden. Und die Tafel ist ein Musikstück, den er uns vor Musik vorflöten muss, sagen wir es so. ja, und dann müssen wir im Dschungel den Stück auch wieder aufspielen. Ja, müssen wir. Also, wie sieht's aus? Ich bin fertig. Im Innern des Stücks aus dem Leuchtturm war noch Phantasma vorhanden. Ich denke, die Waffe ist jetzt doppelt so effektiv wie vorher. Dafür benötigt sie aber auch die doppelte Menge Phantasma. Nice. Großartig, danke. Ich habe einen Schalter eingebaut, mit dem du zwischen dem Energiekristall und dem Elidium umschalten kannst. Für den Fall, dass das Phantasma schwächer wird. Ist das hier groß genug? All den Jods. Was ist los?
Das ist ein Stück weißes Helidium. Ja und? Sei vorsichtig damit, Ulukai. Sein Phantasma ist unberechenbar. In dieser Größe habe ich es schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gesehen. Wird es bei der Hawk MK8 funktionieren? Ich will mir gar nicht erst vorstellen, welche enorme Feuerkraft es dir verleihen wird. Aber ich bin bereit, mich dieser Herausforderung zu stellen und es auszuprobieren. Ja. Gibst du mir das Helidium? Ein Helidiumbrocken kommt sofort. Und jetzt die Phantasma-Waffe. Hier bitte, aber pass damit auf. Ich mache mir mehr Sorgen wegen des weißen Helidiums als wegen der Waffe, Ulukai. Ich muss dieses Mal sehr konzentriert arbeiten oder am Ende dieses Mondes habe ich weder eine Hand noch ein Haus. Komm später wieder. Ich gebe dir dann deine Waffe zurück. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja, da bin ich ja ganz beruhigt. Boah, scheiß jetzt. Hoffentlich. Hoffentlich. Ich werde meine Waffe nie wieder mal sehen. Ah. Dom, dom, dom. So. Gehen wir noch zum Brunnen? Oh, halt doch mal die Klappe mit deiner Scheißflöte. Du gehst da mit mir auf den Sack. Und ich weiß gar nicht, ey. Das Schlimme ist, ich weiß gar nicht, ob mein Mikro jetzt zu nah am Mund ist oder nicht. Weil wenn es zu nah ist, kann es sein, dass ich zu laut bin. Und wenn es zu weit weg ist, bin ich wieder zu leise. Ich brauche ein zweites Bildschirm. Ich muss mir irgendwann mal einen zweiten Bildschirm zulegen. Also, ich muss mit AC so. Eher gesagt, bevor ich mir einen zweiten Bildschirm zulege, lege ich mir lieber einen neuen Rechner zu. Hast du mal eine Sekunde? Ich konnte Hesa davon überzeugen, seinen Preis zu senken. Das wird euer Geschäft wieder richtig ankurbeln. Na wundervoll, jetzt wird nicht Hesa noch mehr herumscheuchen. Vielen Dank für gar nichts, Ulukai. Hast du ein Problem damit? Du solltest mal Mond für ihn arbeiten müssen. Manchmal hätte ich Lust, mich selbst umzukehren. So schlimm? Naja, dein Pech, nicht mein Pech. Och Alter, ich kann nicht diese gute Flötenmusik zuhören, wenn hier hinten eine Katze stirbt. Oh nee, Leute. Was spielst du da? Feyran ist Anführer. Was muss ich tun, damit du mit diesem Katzengejammer aufhörst? Ich fürchte, das wird sehr teuer. Das ist nicht zu viel verlangt, Kumpel. Und jetzt Ruhe. Wie du wünschst, Ulukai. Mir platzt gleich das Trommelfell. Meins auch. So was können wir die schöne Musik anhören. Hört er nicht auf! Schöne Musik. Yay, die Sirene geht los. Hoffentlich hört sie nicht, Leute. Hoffentlich hört ihr nicht die Sirene unseres Dorfes. Na los, nimm dir da der Heiligen. Alter, du gehst mir langsam auf den Sack. Na los, nimm dir da der Heiligen Gegenstände.
Wie viel willst du für den Krempel haben, du Komiker? Was ist mit dir los?